auch an der internationalen Schule grassiert es, das Obama-Fieber. And you'll finally see the truth, that a hero lies in you. Die Jugendlichen machten heute einen Ausflug ins Rathaus zu OB Helmer Oros. Unter ihnen auch die 12-jährige Sylvie Kimmel aus Texas. Seit 2 Jahren lebt sie in Deutschland. I'm happy about him coming and ich freue mich sehr, dass er kommt. Ich bin richtig aufgeregt. Ich finde, bisher ist er wirklich ein guter Präsident gewesen. Vom offiziellen Besuchsprogramm ist bisher fast nichts bekannt. Die Schüler hätten da einige Ideen. Die 2 Dinge, die ich am besten kenne, Frauenkirche und Zwinger. Es wäre schön, wenn er unsere Schule besuchen würde. Dann könnte ich ihn nach einem Autogramm fragen. Hello, Mr. President, heißt es ab heute auch in der Altmarktgalerie. Der Friseur im 1. Obergeschoss zeigt Verbundenheit mit den USA. Wir sind natürlich alle ganz aufgeregt und das ist ja auch ein hoher Besuch, wo ich denke mal Dresden stolz sein kann. Und wir uns natürlich auch hier in der Altmarktgalerie freuen, dass wir Mr. President vielleicht sogar, wenn er ein bisschen Zeit hat, mal persönlich treffen können. 1000 Tattoos sind bestellt und die werden bis nächsten Freitag verklebt. Die Altmarktgalerie liegt in der Sicherheitszone. Unklar also, ob am Freitag überhaupt Kunden hierher kommen. Aber den Umsatzausfall nimmt man gelassen. Der Staatsbesuch, schließlich ein außergewöhnliches Ereignis für Dresden. Yes, we can! Volle Kraft voraus für den Obama-Tag, auch bei den Dresdner Verkehrsbetrieben. 300 Busse und Bahnen werden für diesen Anlass präpariert. Doch für die DVB bedeutet dieser Tag viel Stress. Falk Lösch rechnet mit zahlreichen Verkehrseinschränkungen. Also wir rechnen damit, dass von Mittwochmittag etwa bis Freitagmitternacht der Theaterplatz einschließlich Augustusbrücke gesperrt sein wird. Das bedeutet, die Straßenbahnlinien 4, 8 und 9 werden in dieser Zeit umgeleitet. Was darüber hinaus noch an Sperrungen auf uns zukommt, das ist noch unklar. Die Sicherheitsbeamten werden uns also auch bis zum Schluss da nicht vollständig informieren. Zusätzliche Busse und Bahnen will die DVB einsetzen. Auch das Personal in der Leitstelle wird verstärkt. Spezialisten werden eingesetzt, die in Sekundenschnelle neue Umleitungen austüfteln. Viele Vorbereitungen für einen Staatsbesuch von noch nicht mal 24 Stunden. Nächsten Freitag ist Dresden im Ausnahmezustand. So viel scheint schon jetzt sicher zu sein.